Alias Philipp Haas von Westeros TV und in diesem Video geht es um 10 Rüstungskonzerne. Ja, werden einige Leute nicht mögen, aber leider ist ja der aktuelle Anlass, dass es das Risiko für einen Krieg in Europa zumindest lokal wieder gestiegen ist. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, ungefähr 20% der Leute glauben, dass es dazu kommt. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein Tick höher, aber es ist sicherlich, nimmt auf jeden Fall die Investitionen in Rüstungsgüter zu. Europa muss da ein bisschen aufrüsten. Müssen ja eigentlich auch die NATO-Maßnahmen da erfüllen, dass man irgendwie 2%, glaube ich, vom BIP investiert. Das dauert auf lange, aber kommt dann irgendwann. Und ist natürlich ein Sektor, der ein bisschen unkorreliert ist. Ja, und der ist auch nicht so teuer. Das heißt, wenn was passiert, dann könnten diese Aktien sehr, sehr stark steigen und ist aktuell nicht so im Preis drin. Dazu hat man noch ein bisschen Rückenwind über Raumfahrt, wo die auch oft noch aktiv sind. Per se ist es natürlich schade, dass gesellschaftliche Ressourcen in diesem Sektor verwendet werden. Ne? Wenn die ganze Welt, wir alle Freunde wären, dann könnte man das zu sinnvolleren Sachen machen. Ich glaube, das wird auch irgendwo so kommen, ne? Aber man hat halt noch die zwei großen Blöcke letztendlich, die offenen Gesellschaften der Westen und die eher geschlossenen Gesellschaften, wo keine Demokratien sind. Ich glaube, das wird sich irgendwann in den nächsten 20, 30, 40 Jahren vielleicht auch ein bisschen auflösen, aber aktuell ist es noch so. Ja, und ich bin auch Lateiner, heißt es Civis Pacem para Bellum. Das heißt, wenn du Frieden willst, rüste für den Krieg. Und es hat ja auch im Kalten Krieg, da haben wir alle hochgerüstet, auch einigermaßen funktioniert, zumindest auf dem Großen. Und wie wir auch in der Ukraine sehen, dadurch, dass die Ukraine halt deutlich schwächer ist als Russland, militärisch ist das Risiko von einem Krieg gestiegen. Trotzdem ist natürlich, ich habe ja auch ein Video gemacht, ein doch relativ unkalkulierbares Risiko für Putin. Warten wir mal, was passiert. Also in der Umfrage von der Facebook-Gruppe und YouTube sagen so 20% ist, was passiert. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher, aber denke ich auch nicht jenseits der 50%. Muss man einfach abwarten. Ist aber ein anderes Thema, ja, und das, die Rüstungskonzerne per se sind auch nicht so teuer bewertet. Man hat ja den, ist relativ unabhängig von der Wirtschaft und wenn wirklich zu irgendwelchen militärischen Konflikten kommt, was ein Longtail-Risiko ist, dann hat das eine negative Korrelation zum Aktienmarkt. Also aus Portfolio-Gesichtspunkten kann sowas durchaus Sinn machen. Deswegen will ich hier 10 vorstellen, aber auf einer relativ High Level, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Das sollen die Leute oder sollt ihr euch dann selber anschauen, wenn es jemand interessant findet. Ich glaube, gerade europäische Rüstungskonzerne könnten besonders profitieren, weil hier halt doch irgendwo klar ist, dass da mehr passieren wird. Aber stellen wir erstmal ganz kurz die großen Amerikaner vor. Einer der ganz großen 3-4 ist Lockheed Martin, die auch im Space, wie gesagt, Raumfahrt aktiv sind, sonst auch mit Hubschraubern viel machen. Kann man sich nochmal auch genau anschauen. Also die meisten Konzerne sind halt solche ein bisschen Gemischtwarenladen, die dann viele verschiedene Sachen haben, auch Electronic Warfare oder auch Hochtechnologie, Radare, Sensoren. Oft gibt es dann auch Zusammenarbeiten, es dann große Waffensysteme gibt es dann mehrere Firmen zum Zug kommen. Aktie ist, wie gesagt, nicht so teuer. Ein KGV so um die 15 ist jetzt natürlich für so einen ungeliebten Sektor auch nicht super günstig. Aber wenn da halt mal was passiert, kann es halt dann auch nochmal weiter steigen. Das andere wäre auch Raytheon Systems, die vor allem auch so Cruise Missiles machen, aber auch, sehen wir hier, das ist schon mehr so Hardcore-Waffen. Aktie ist ein Tick teurer, hat sich jetzt auch nicht so super entwickelt die letzten Jahre. Ja, deswegen langfristig sind die Aktien, glaube ich, jetzt nicht so interessant, aber kann halt mal kurzfristig so zur Absicherung Sinn machen. Boeing ist auch einer der größten und die Nummer 2, glaube ich, vom Umsatz von Rüstungskonzernen weltweit. Glaube ich, der B-2-Bomber, den kein Radarsystem findet. Chinook, Hubschrauber, die AWACS, wo ja auch die medizinischen Stationen drin sind. Defense ist aber halt nur ein Teil. Ja, sie haben ja vor allem ist es, sag ich mal, die zivile Luftfahrt, aber das sind halt dann, sag ich mal, so die beiden Teile, aber die da zusammen greifen. Was interessant zum Beispiel ist aus Deutschland, wo auch der deutsche Staat investiert ist und auch Leonardo, kommen auch noch gleich dazu, ist Hensoldt, kam glaube ich aus Airbus raus, die eher so im Hightech-Bereich sind, also so Optotronics, das irgendwie Feinderkennung und solche Sachen, was in verschiedenen Systemen eingesetzt werden kann. Aktie ist auch nicht so teuer, Aver KGV aufs nächste Jahr, man hat ein sehr, sehr hohes Auftragsbuch. Auch ganz kurz der Hinweis,
Ein Held ist im Wikifolio auch oder in Produkten, die ich berate, eine kleine Position dabei. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Wollte ich einfach hier nur nennen. Das gleiche gilt auch für Leonardo, ist auch eine kleine Position. Ist eher ein Luft- und Raumfahrtkonzern, aber sie haben auch eine Rüstungssparte, die nicht unbedeutend ist. Dies könnten halt auch sitzen in Italien, könnten halt auch von EU-Aufträgen dann überproportional profitieren. Ne? Italien kriegt ja massiv Geld und da könnte man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ist natürlich ein bisschen Low-Quality-Firma, aber sie haben auch teilweise Hightech dabei und ein KGV von 5, 6 ist jetzt auch nicht viel. Ja? Vor allem, wenn es dann mal da irgendwo rumpelt. Und der Klassiker unter den Rüstungskonzernen, Rheinmetall, haben auch ein bisschen noch was im Automotive-Bereich, so Kolben, das wollen sie aber verkaufen, wäre dann ein ziemlicher Pure Play. Vor allem, sag ich mal, so die deutsche Paradedisziplin, so Panzer, Mobilität, das sehen wir hier, zum Beispiel der Links Spähpanzer. Ja, hängt halt dann immer an solchen Programmen dann irgendwo dran. Aktie ist aber auch jetzt nicht so teuer, aber auch hat sich schon ein bisschen erholt, weil wahrscheinlich dann, sag ich mal, wenn das Automotive weg ist, dann hat man da halt stabile Erträge. Auch sehr groß weltweit ist die britische Bae Systems. Da wäre wahrscheinlich jetzt mit dem EU-Austritt eher ein bisschen politisch schwieriger. Dafür können sie natürlich auch freier agieren auf den Weltmärkten. Das ist ja in Europa dann immer so ein bisschen schwieriger und ist einer der Top 5 oder 6 weltweit. Gibt natürlich auch noch irgendwelche chinesischen, die sind natürlich Staatskonzerne und gerade würde ich als westlicher Investor dann bei sowas, wenn es dann kracht, nicht investieren. Bay Systems sehen wir auch, ja, um die 13 vom KGV, sicherlich jetzt und hat noch 4% Dividendenrendite. Das sind natürlich auch Aktien, die jetzt generell viele Leute oder Investoren nicht haben wollen, wie den ganzen ESG-Themen, dürfen viele nicht investieren. Oder es gibt irgendwie Maluspunkte und das tut natürlich auch die Bewertung beeinflussen. Ja, und auch reinrassiger Rüstungskonzern wäre Aerovironment. Die bauen auch solche Drohnen. Das war ja auch, die Türken haben da auch sowas Ähnliches, war ja sehr erfolgreich. Das wird sicherlich zunehmen. Ist natürlich auch ein bisschen unfair oder als Gamer würde man sagen, immer, wenn halt dann der Hightech hat natürlich dann auch irgendwelche moralischen Themen, was man irgendwann noch regeln muss und wenn dann irgendwelche Algorithmen entscheiden. Aber der Trend wird mehr dahin gehen. Die Aktie kam jetzt deutlich herunter, ist ein bisschen teurer als die anderen. Davor hat sich auch lange nichts getan. Und natürlich das Gegenstück zu Boeing wäre auch noch Airbus zu nennen, die auch eine sehr große Rüstungssparte haben, aber auch Luft- und Raumfahrt, aber vor allem so auf der Hightech-Seite, ne? So Verbindungen, Abwehrsysteme, Flugzeuge, der typische A400M, ja, der Eurofighter, solche Sachen bauen die. Was natürlich dann insgesamt von den Umsätzen sehr, sehr viel ist. Aktie ist eigentlich so fürs nächste Jahr, obwohl jetzt ja die zivile Luftfahrt auch so große Herausforderungen hat, gar nicht so teuer. Und auch noch ein Hightech-Konzern aus Europa wäre Thales. Safran wäre auch noch ein bisschen ähnlich, die auch viele andere Sachen haben, aber Defense and Security ist da auch eine wichtige. Vor allem sind sie stark so im Electric Warfare und sie sind hier irgendwie in Advanced Air Defense und Defense Electronics, was denke ich auch eher wichtiger wird. Aktie ist ein bisschen teurer, weil es halt mehr Technologie und auch mehr zivile Sachen sind. Ja, das waren so die 10 Sachen, die man sich da mal anschauen kann. Wer, sag ich mal, ein bisschen Angst hat, dass es irgendwo militärisch oder sowas rappelt, könnte halt dadurch auch ein bisschen sein Portfolio absichern. Wer sagt, ich will nicht in Rüstungskonzerne investieren, verstehe ich auch absolut. Der hat das Video wahrscheinlich nicht geschaut. Aber ich wollte es einfach nur nennen, weil es vielleicht für den einen oder anderen interessant sein kann und aus Portfolio-Gesichtspunkten rein rational sowas sicherlich seine Berechtigung hat, weil wenn es dann richtig kracht, dann fallen die meisten Aktien und die sollten eigentlich zumindest dann in der zweiten Welle dann steigen, weil sie natürlich davon profitieren würden. Ja? Das war ganz kurz und knapp 10 Vorstellungen zu Rüstungskonzernen. Wenn ihr noch interessante kennt, gerne auch kommentieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal.